Peace, Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es vielleicht die beste Reaction bis jetzt in diesem Jahr auf diesem Kanal, weil es ist ein Video rausgekommen. Ich zeige es euch einfach mal. Gamer Brother versus FIFA Gaming. Geisteskrankes Battle, big difference. Das ist ein Rap-Battle von Broski gegen FIFA Gaming. Und kleine Insider-Info, ich habe vor einem Monat mal mit Till, also mit FIFA Gaming, gefacetimed. Und da hat er mir schon erzählt, dass dieses Battle ansteht und hat mir so die ein oder andere Line schon vorgerappt. Er durfte nicht zu viel machen, hat er auch gesagt. Aber das war schon cool, was ich da gehört habe. Das heißt, ich glaube, das wird ein richtig cooles, lustiges Video. Ich freue mich unnormal, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet und deswegen geht's hier heute auch rein. Wer solche Reactions feiert, lässt gerne mal ein Like da. Wer nichts verpassen will, kann auch gerne kostenlos abonnieren. Ey, ich bin so gehypt auf dieses Video. Ne, ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ist natürlich alles mit Humor zu nehmen, also sportlich alles nehmen. Wird hier auch nochmal alles gezeigt jetzt. Das folgende Video dient nur zu Unterhaltungszwecken. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Die Charaktere in diesem Video stellen nur eine Kunstfigur dar. Also falls du welche Beine hast, lass es einfach sein. Ne? Was geht ab? Ah, viele wissen ja, früher war ich sehr, sehr gut befreundet mit Till. Mittlerweile haben wir ab und zu mal alle paar Monate mal ein bisschen Kontakt. So. Er hat sich auch voll zurückgezogen aus der FIFA-Szene und so. Macht kaum YouTube, macht so seine 100 Uploads am Tag, um ein bisschen zu provozieren oder so. Keine Ahnung. Aber sonst, ja, hört man ab und zu mal, wie geht's dir, was machst du, bla bla bla. Und mehr ist das eigentlich auch nicht. Aber damals waren wir sehr cool, deswegen bin gespannt. Meine Freunde, mein Name ist V7 und herzlich willkommen bei Big Difference. Es ist Sonntag, 14 Uhr und wir haben heute was Geisteskrankes für euch. Und zwar gibt es heute ein FIFA-YouTube-Battle-Rap. Und zwar battelt heute Gamer Brother gegen FIFA Gaming. Das wird eine Schlacht. Bevor das Video beginnt, geht nochmal auf Abonnieren, like das Video, gib einen Kommentar ab, folgt mir auf Instagram. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Dankeschön. Interview. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zum Interview. Gibt's ein Interview sogar vorher, oder was? Von Broski und Till? Zwischen Gamer Brother und FIFA Gaming. Die sind hier am Start. Und die werden sich heute richtig krasse Lines geben. Ich glaube, ihr alle wollt das sehen. Nicht nur die FIFA-Szene. Alle wollen das sehen. Ich will das auf jeden Fall sehen und ich frage dich mal als erstes. Du hast ja ein Hass gegen ihn. Oder Antipathie gegen ihn. Warum? Man muss sagen, Broski hat Till schon das ein oder andere Mal echt heftig im Stream hochgenommen, ne? Zu Recht oder nicht zu Recht kann jeder selbst entscheiden, aber war schon ab und zu mal hart, bin ich ehrlich. Also der arme Till. Und jetzt heute battlen die nochmal gegeneinander, da kann man auf jeden Fall Frust rauslassen von beiden Seiten. Ja, wir hatten vor 2-3 Jahren so ein paar Geschichten und dann dachten wir, das treffen wir uns mal hier, klären das auf neutralem Boden. Battle Rap ist eine geile Geschichte und wird cool, glaube ich. Geil. Was sagst du dazu? Ich sag mal so, du hast 1000 Reactions schon gemacht. Jetzt kannst du halt mal zeigen, was du drauf hast im Real Life. Warte, ich mach mich nach unten rechts, damit die Till besser sehen. Jetzt kannst du mir zeigen, das war immer sein Spruch. Im Internet haben die alle große Fresse. In Real Life würden die nichts mir gegenüber sagen. Schauen wir, würde ich sagen. Ja, genau, schauen wir mal, würde ich sagen. Wird halt einen Grund geben, warum man mal reacten kann, ne? Ja, Hat er recht, der hat er recht. Also, seid ihr denn richtig gut vorbereitet? Habt ihr schon mal gerappt und habt ihr schon mal Live-Battle gemacht? Ja, er ist ja Musiker. Ich bin professioneller Musiker, aber live habe ich auch noch nicht performt. So erfolgreich bin ich noch nicht. Ich hoffe hier nach. Ja, hoffen wir auf jeden Fall auch. Habt ihr noch abschließende Worte, bevor das Battle jetzt... Broski stichelt schon gut, ne? Er fragt ihn, habt ihr schon mal gerappt? Sagt, ja, ja, er ist ja Musiker. Auf den. Es beginnt. Es wird geil, ich hab Bock. Auf jeden Fall, let's go. Wir alle haben Bock. Peace. So ein geiles Video. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist V7 und herzlich willkommen zu Big Difference. Wie ihr seht, wir haben hier FIFA-Prominenz am Start und zwar battelt heute Gamer Brother gegen FIFA Gaming. Ich glaube, das könnte persönlich werden, weil wir auch ein bisschen vielleicht Beef hatten vor ein paar Jahren. Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Ich glaube, die Leute sind gespannt und wir sind hier in Kaiser Lounge. Krefeld kommt alle vorbei und ich würde sagen, macht einmal Lärm für das krasse Battle. Yeah! Wir haben richtig Bock und ich würde sagen, N100, drück auf Play! Hat FIFA Gaming die ersten Bars, oder was? Ah. Bro,
Lewandowski ist kaputt durch die YouTuber-Währung. Produktplatzierung ersetzen keine gute Ernährung. Ich mach coole Bewegung, fick dein YouTuber-Ego. Karriereende nach dem Battle, so wie Kun Aguero. Ich werd dich richtig embarrassen, Bruder, ich bin back, so wie Christian Eriksen. Du willst rappen, lass mal den Scheiß. Färbtest deine Haare blond und wolltest Haftbefehl sein. Ich rede wie ein Vater mit dir. Du fragst, kann ich gehen? Nein, du Pisser, bleibst hier. Mach weiter deine Videos, wo du dumm reagierst, bis du Klatschen kassierst, so wie Schalke 04. Hä, das fängt ja verrückt an. Also die ersten zwei Zeilen davon habe ich, wie gesagt, schon gehört, aber das danach gar nicht. Krass, okay, Bro, das ist heftiger, als ich gedacht habe, so. Ich körperlich vertreten, TC Schuh weg, no in Gaming, alles Nutten voller Elend. Wollte nie den Kreis mit den YouTubern betreten und Hurensohn begegnen mit den Vodafone-Problemen. Oh mein Gott, ja, ich mach es amtlich. Mein Comeback, Bruder, wird gigantisch. Beim Fußballspielen sieht man deine X-Beine. Du bist abgehoben, so wie aktuelle Spritpreise. Für dich ist diese Sache nicht gewöhnlich. FIFA Gaming, steige wieder aus der Asche wie ein Phönix. Oh mein Gott, ich zeig dir, wie ein Mann fick. Was für Van Dijk, deine Mom kriegt Van Dijk. Was für Van Dijk, deine Mom kriegt Van Dijk. Er war aber auch stark vorgeführt, ne? Er war ehrlich stark vorgeführt. Also Flow war super. Er ist besser geworden, ich sag ehrlich. Er ist besser geworden. Habe ich gefeiert. Konnte man gut zuhören, hat man gefeiert. Starke erste Runde von FIFA Gaming. Aber wir wissen auch von Broski, dass der, ich glaube, der hat mal sogar bei Julians. Hat er nicht mal irgendwo mitgemacht oder so ein Part oder ein Video dahin geschickt oder so? Und der kann ja Battle rappen, glaube ich, ne? Ich weiß nicht mehr. So, irgendwas war da. Er steigt aus der Asche wie ein Phönix. Das ist FIFA Gaming, erste Runde, geisteskrank. Kommen wir direkt zu der Antwort von Gamer Brother. N100. Krass gespannt, jetzt muss er kontern, ne? Oder hat er einfach seine eigenen Lines mitgebracht? Ich glaube, die hat er eh schon vorbereitet. Hey Digga Till, FIFA Gaming, was hast du dir gedacht? Sag mal ehrlich, wie viele Comebacks hast gehabt? Hast dich vor deiner Fame zur Blamage gemacht? Und ich schwöre, deine Mama, ey, die schämt sich so krass. So trifft die sich zum Kaffee mit den Freunden im Kaff. Dann sagt die Olle, diesen Hund hab ich nicht gemacht. Das ist zu doll, Bro. Scheiß mal auf Battle Rap, das ist zu doll. Scheiß auf Mutter gehen und so. Den Klicks geht's bergab, der Till, der wird sauer. Doch bei deinem letzten Hype war in Berlin noch ne Mauer. Junge, du bist so ein hässlicher Geier. Ich mach dich zum Meme, so wie Harry Maguire. Oh. Du kommst nicht klar, denn ich geh jetzt auf Angriff. Hiernach änderst du Namen wie FIFA 24. Kommt da noch was? Ich versuch noch ein paar Coins mit auf Kombi zu nehmen. Ich hab deine Mom gezogen im Bronzepaket. Und eigentlich will ich ja nichts sagen. Doch ihr Rating war so schlecht, ich hab sie discarded. Sogar auf Amateur bist du jedes Spiel am Verlieren. Du hast nicht mal ein paar Freunde für ein FIFA-Turnier. Du bist wieder frustriert, Mr. Beer. Trinkst bis du blauer wirst, als die Cards beim Team auf dich hier. Yeah, und es geht gleich los. Deine Mutter Beine breit wie Ronaldo beim Freistoß. Nein, Abbruch, Abbruch, ich möchte das nicht mehr gucken. Ich möchte das nicht mehr gucken, das ist zu doll, Bro. Ich schieß den Clown zum Mond, du siehst aus wie Erling Haaland mit Down-Syndrom. Meine Lines haben die Crowd gecatcht, deine Mama ist bei Tinder der Man of the Match. Und jeder weiß, dass die alte mies lutscht, dein Stiefvater ist bekannt als Mason Greenwood. Ihr wisst selbst, Mason Greenwood, Schläger und so, die ist das, ne? Brauch ich nicht erklären. Starke erste Runde von Gamer Brother! Boah, was sagt man? Ich glaube, was ist einfacher? Ich bin nicht so in diesem Battle Rap drin, aber was ist einfacher? Kontern oder vorlegen? Auf jeden Fall muss man sagen, der hat schon hart gekontert, ne? Ich würde sagen, ganz neutral, 1-0 für Broski. 1-0 für Broski, safe. Obwohl die Lines von ihm auch gut waren, aber vielleicht kommt das jetzt noch. Die waren nicht so persönlich, das ist das Ding. Er hat ein bisschen auf witzig gemacht und er hat schon ein bisschen auf Mutter gehen und so, Vater gehen und so gemacht. Mason Greenwood, wir distanzieren uns von dieser Line. Macht einmal leer für das krasse Battle! Und das war gerade meine erste Runde. Wir kommen direkt zum Beat-Switch, direkt zu der zweiten Runde von FIFA Gaming. Das könnte ihr Legendenstatus erreichen, meine Freunde.
geile sind, aber geile sind. Aber lange sind, aber geile sind, aber geile sind. Let's go. Du wolltest Manuel Neuer treffen, das war dein Traum. Doch du kamst wieder mal zu spät und er ist abgehauen. Du bist wie ein zurückgetretener Bayern-Spieler hier. Denn Manuel Neuer hält nichts von dir. Und willst du mal wieder Top 100 sein, ist es seltener als im Bronzepack ein Icon Prime. Und will er ein Mädchen klären, der Gamer Brother, antworten sie dann wieder nur mit Geh mal Brother. Du bist gerade im Trubel, du willst das Rappen versuchen. Du machst den Mund hier weiter auf, ja, als Cavani. Beim Jubeln, ja, ich bin Taktiker, Digga, denn ich komme wie Xavi und hole deine Freundin ab im Polo Ferrari. Du hast... Okay. Ich hole deine Freundin ab im Polo Ferrari, über diesen ganzen Insider zusammen. Wenn man die checkt, dann ist das alles noch viel krasser, ne? Weil Bros geht der Song gemacht, Polo Ferrari, ich erklär das jetzt nicht. Scheiß drauf, wer versteht, versteht. Wer nicht versteht, versteht nicht. Situationsprobleme muss ich stark vermuten, denn Broski muss im Monat einmal aus der Nase bluten. Ich bin besser als du, ich bin fresher als du. Und jetzt ein paar Worte an deine dreckige Crew. Der eine chillt in Dubai, der eine chillt im Keller. Die anderen beiden sind 30-jährige Penner. Und Broski ist dein Hänger und bläst bei Eli Geller. Und deine Stirn ist größer als das Haus von Black Montana. Ich nehme dann dein Jahrrad und klatsch ich von deinem Fahrrad. Du bist danach am Kiffen, denkst dann, du wärst da im Tabak. Du battelst mich nie wieder, du weißt, ich bin der Sieger. Dein Arm sieht meinen Riesen dick und will lieber viel FIFA. Das ist das erste Date, du wirst gefickt auf 808. Und sorry, nicht umsonst reimt sich dieser Wakes of Fakes. Ich bin... Hey, was hab ich damit zu tun? Was hab ich damit zu tun, Junge? Er kriegt gleich einen Anruf von mir. Ich facetime ihn jetzt. 23.30 Uhr ist, glaube ich, nicht mehr seine Uhrzeit, aber das war's. Der kriegt jetzt einen Anruf zu mir. Was? Gefickt auf 808 und sorry, nicht umsonst reimt sich dieser Wakes of Fakes. Nein, nicht umsonst reimt sich. Nein, so, ich ruf ihn jetzt an. Das war's. Ich hoffe, es ist schon Bettzeit für ihn. 23.30 Uhr, das reicht. Du wirst gefickt auf 808 und sorry, nicht umsonst reimt sich dieser Wakes of Fakes. 23.30 Uhr, schon Schlafenszeit für den Penner. Was hab ich damit zu tun? Zieh mich hier nicht rein! Ich bin noch cool mit dir, ja, gar keine Frage. Doch Bruder, was hast du bitte für komische Haare? Wie's die letzten Jahre war, wird es nie wieder, mein Freund. Habe Fehler gemacht und habe viele enttäuscht. Habe vieles bereut, doch gar nichts besser gemacht. Ich dachte, eines Tages bin ich bester Rapper der Stadt. Wegen mir machte mein YouTube-Kanal Suizid. Deshalb ein dickes Sorry an meine Community. Ich brauch ne letzte Chance hier nach meinem Battle. Deswegen schaut vorbei auf Spotify und meinem Channel FIFA Gaming. Kurz noch eine Entschuldigung an die Community von ihm, okay? Okay, angenommen. Aber hat man schon oft angenommen, muss man ehrlich sagen. Aber letztes Mal, okay, hat er gesagt. FIFA Gamer auch da mal lebt! Geisteskranke Real Talk am Ende. Auf jeden Fall, schaut bei ihm vorbei. FIFA Gaming, ihr wisst Bescheid. Er hat seine Fehler eingesehen und der wird aus der Asche zurückkommen wie ein Phönix. Kommen wir direkt zu der Antwort von Gamer Brother. Ich glaube jetzt Ende im Gelände. War eine super Runde, aber ich bin jetzt schon aus dem Grund wegen Wakes, Fakes auf Broskis Seite, bin ich ehrlich. Broski, gib Gas. N100! Scheiß mal auf FIFA, ich will dich heute lyrisch zerreißen. Ein, zwei Mutterlines, weil ich glaub, das müsste reichen. Fick dich so hart, du kannst hier nach nicht mal mehr laufen. Deine Mutter kann man sogar für paar FIFA-Coins kaufen. Hab ich sie dann endlich mal gekauft, du Spast. Hab ich weniger bezahlt als bei einem Scheiß-Footdraft. Geb deinem Privatleben grad Schwanz auf, fuck. Mich ruft dein Insolvenzberater an. Herr Müller, tut mir leid, ich hab sie gerade nicht verstanden. Aha, sie haben Stress, Tils alten Merch noch zu verramschen. Ich weiß, sie haben echt die Nase voll von dem Scheiß. Aber ehrlich, welcher Hurensohn kauft nice Merchandise? Der ist so peinlich, der Lauch. War bei RTL und so sieht der auch aus. Dann macht er sich einen Channel, nennt den Hit
Hit Factory ist halt lustig, weil man da die Hits niemals sieht. Drops ein Song mit Kuchen, auf das den die Leute streamen. Frauenschläger und ein Scammer, ihr seid echt ein geiles Team. Für dich Opfer wünsch ich mir einen Shotgun-Schuss. Hier sind 20 Euro, wann krieg ich meinen Mod-Status? Schüttel eins aus dem Ärmel ist kein Zaubertrick. Ob wir vor Draft aufnehmen können? Ich glaube nicht. Boah, das ist zu hart gewesen, Digga. Bro, das bockt richtig dieses Video, ich sag ehrlich. Da kommt noch was, da kommt noch was. Und sei mal ehrlich, wie viele Kids hast du schon gescammt? Wie oft hast du sie verarscht? Ich red von deinen Fans. Du schreibst die Flüstersongs, willst nach Santorini. Und deine Kinder fänzeln für den Lamborghini. Die TP-Stream-Donations schmecken richtig gut. Battles bei den Kids nach Geld. Business Move. Mir egal, ob keiner von euch diese Zeilen blickt. Diesen Retalk kriegt der Schwisser heute ins Gesicht. Wie viele Fakepacks hast du Pisser schon gebracht und dabei jedes Mal aufs Neue auf die Fans gekackt? Das war alle noch nicht alles, diese Storys brutal. Doch tu uns einen Gefallen, lösch deinen Kanal. Starke zweite Runde von Gamer Brother, macht doch mal Lärm! Wow, ich muss mir kurz die Kommentare angucken. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals ein Video wie dieses mit den beiden sehen werde. Edit war aber sehr, sehr geil. Insbesondere die ersten Parts von beiden. Alles war geil. Wer möchte auch unbedingt, dass 4-7 auf die Stage geht und gegen die anderen battelt? Scheiß man doch. Er hat FIFA Gaming zum Meme gemacht wie Harry Maguire. Ich sag ehrlich, Gaming war auch stark, aber Broski hat schon zerrissen. Ehrlich. Leider muss ich das sagen. Broski hat ihn schon ein bisschen zerrissen. Die Bars waren krass als seine. Und er hat auch nicht so krass auf Angriff gemacht. Er hat ihn schon ein bisschen gedisst, aber mehr auch so die Crew. Dann so ein paar andere Namen. Tabak, viel FIFA, mich mit reingezogen und so. Aber Broski ist halt komplett nur auf ihn gegangen, ne? Und Mutter und Vater und so. Und die beiden geben sich Respekt, hoffentlich. Auf Kamera. Sehr, sehr stark. Macht einmal Level das Battle! Die beiden sind FIFA-YouTuber und rappen besser als 90% der anderen Deutschrapper. Oder Battle-Rapper, ehrlich. Haut der einfach raus. Kurz nochmal gegen die ganzen Deutschrapper-Stiche. Wir haben Eier gehabt, hier 20 Euro rumzuwerfen und zu sagen, ich nimm dich auseinander. So. Ich glaube, er hat was zu sagen. Streamst du wieder? Leider nein. Deswegen nehme ich die 20 Euro. Scheiße, dann bin ich allein im Chat. Aber 4-7 streamt jetzt. Jetzt ab 14 Uhr, wenn ihr das Video seht, bin ich schon live auf Twitch. Hier ist der Kanal eingeblendet. Checkt auf jeden Fall ab. Wir reagieren auf dieses Battle. Wir spielen ein paar Spiele. Wird lustig. Kommt vorbei. Und ich würde sagen, wenn ihr die beiden nochmal sehen wollt, okay, das war's mit dem Video, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Ich like das Video auf jeden Fall, hat mies gebockt. War eine richtig geile Reaction, ich glaube sogar die coolste dieses Jahr, für mich persönlich. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Peace.